Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Heute wurde viel Bahn gefahren. 6 Millionen Menschen waren unterwegs in 40.000 Zügen auf einem Streckennetz von 37.000 Kilometern. Sie waren unterwegs zur Arbeit, zu Freunden oder sonst wohin. Und alle hoffen natürlich auf Pünktlichkeit und auf Sicherheit. Nun, die Frage ist, warum fahren wir Bahn? Was gut ist, dass ich halt nicht Auto fahren muss, ich muss auf nichts aufpassen, ich setze mich einfach in die Bahn und habe meine Ruhe. Man gibt sich quasi selbst in die Hände des Bahnfahrers, aber man fühlt sich eigentlich sicher. Man kommt schnell überall hin. Es ist ein bisschen stressfreier. Kein Stau, keine Selbstverantwortung. Lernen kann man, kann irgendwie ein bisschen was schreiben. Ich kann lesen, schlafen, essen, relaxen. Man hat ein bisschen freie Zeit. Was nervt am Bahnfahren, dass sie relativ häufig, meistens am Ende 10 Minuten zu spät, ankommt. Gestern habe ich schon einen Zug verpasst, weil der statt um 20 nach schon um 15 nach gefahren ist. Ich saß heute Morgen jetzt im Zug, um nach Bonn zu kommen. Dann war halt ein Oberleitungsschaden und ich bin eine Stunde zu spät zu meinem Termin gekommen. In den Stoßzeiten ist es ziemlich voll in manchen Bahnen. Ich finde, das ist einfach schlecht organisiert alles. Die Informationspolitik ist halt nicht das, was ich mir dann darunter vorstelle, dass man die Menschen nicht informiert. Meine App sagt, meine Bahn kommt, aber meine Bahn kommt nicht oder fährt an mir vorbei. Es muss deutlich angesagt werden, dass es halt zu einer Verspätung kommt. In Bezug auf Flugpreise ist es halt, finde ich, immer noch total schade, dass es häufig teurer ist, kurzfristig mit der Bahn zu fahren, als ein Flugzeug zu nehmen. Die Bahn polarisiert und bevor wir da näher drauf eingehen, bin ich Ihnen noch eine Antwort schuldig. Der schwere Waggon, 57 Tonnen, schaffe ich es, den anzuschieben? Stahl auf Stahl, das ist das Prinzip der Züge. Sie fahren auf Stahlschienen und sie haben Räder aus Stahl. Und das ist der Grund, warum Züge so unglaublich energieeffizient sind. Warum? Stellen Sie sich ein Auto vor, das Auto hat Reifen und bei der Fahrt verformen sich diese Reifen. Da entsteht Walkarbeit und die schluckt eine Menge Energie, etwa 20% beim Auto. Beim Zug hingegen, da verformt sich ganz wenig und das führt dazu, dass wenig Energie geschluckt wird. So, die Lok ist jetzt abgekoppelt, der Waggon steht frei. Es gibt nur noch 2 Radvorleger. Die wird Jörg gleich entfernen und dann muss ich probieren, ob ich das schaffe. Jörg, alles klar soweit? Ja. Gut, du machst los. Ja. Ist gelöst. Ja. So, und jetzt gib ihm. Ey, der bewegt sich. David gegen Goliath. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Aber man kann einen Waggon anschieben. Und das ist die Magie der Bahn. Man braucht eben verhältnismäßig wenig Energie. Und jetzt weiß ich, jetzt gibt es den einen oder anderen zu Hause, der sagt, das muss ich auch probieren. Tut es nicht. Warum? Das sind immerhin fast 57 Tonnen, die sich bewegen. Und das Gesetz der Trägheit gilt. Die kriegt man nicht so schnell angehalten. Also insofern, hier ist das Experiment okay, bei euch nicht. 6 Millionen Bahnreisende und das jeden Tag. Und jeder von uns hat ja so seine Geschichten. Da geht es dann um Verspätungen oder es heißt Störung im Betriebsablauf. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Nun, wir wollten Ihnen zeigen, was eigentlich hinter den Kulissen der Bahn abläuft. Und mein Kollege Adrian Pflug hat eine ziemlich lange Bahnfahrt gemacht von Brilon nach Frankfurt. Aber, und dieses Aber ist nicht ganz unwichtig, ganz so einfach kann man bei der Bahn nicht drehen. Denn für jeden Bahnhof, für jedes Stellwerk, für jeden Zug braucht es eine Drehgenehmigung. Also selbst diese Bilder, die entstanden und bei jedem Kamerateam stand immer auch ein Mitarbeiter der Pressestelle. Frei und offen kann man also nicht über die Bahn berichten. Und Adrians Reise lief daher erstaunlich glatt ab. Aber obwohl wir
bei dieser Reportage journalistisch in gewisser Weise eingeschränkt waren, können wir Ihnen etwas zeigen. Nämlich einen Eindruck davon, was logistisch hinter einer Bahnfahrt passiert. 7.25 Uhr. Für Lokführer Silvio Koralka beginnt seine Schicht damit, den Zug aufzurüsten. Das heißt Elektronik hochfahren, Beleuchtungs- und Bremsencheck. So, jetzt geht's los. Die erste Fahrt ist noch ohne Fahrgäste. Es geht zum ersten planmäßigen Halt, nach Brilon-Stadt. Hier wartet bereits Quarks-Reporter Adrian Pflug. Seine Reiseroute heute, von Brilon im Sauerland mit dem Regionalzug nach Dortmund und dann weiter mit dem ICE nach Frankfurt Flughafen. Laut Plan rund 4,5 Stunden Fahrzeit. Erste Hürde, die Fahrkarte. Also der soll es sein. Was soll das? Die Bezahlung mit der gewählten Karte ist leider nicht möglich. Das wüsste ich aber, wenn die nicht funktioniert hier. Zweiter Versuch. Ja, großartig, ne? Vorgang nicht möglich. Auf diesem Kartentyp ist kein Chip. Hier, da ist der Chip. Mach mal, hier, guck mal, da. Ich soll ein anderes Zahlmittel wählen, aber es ist wie immer. Irgendwann ist nur noch Quittung übrig und kein Geld mehr, ne? Aber, ich meine, mein Glück, ich habe ja noch eine Kreditkarte. Vielleicht nimmt er die. Och nö, ne? Guck mal, wenn jetzt meine EC-Karte nicht funktioniert, muss ich mit der Kreditkarte zahlen und es kostet 50 Cent extra. Und dann fährt auch schon der Zug ein. Ist meiner? Immerhin 10 Minuten hat die Aktion mit der Fahrkarte gedauert. Silvio Koralka kennt die Strecke. Trotzdem informiert er sich im wöchentlich erscheinenden Plan über Baustellen und Langsamfahrstellen. Eine Besonderheit besteht auf der Strecke allerdings schon lange. Es gibt keine Signale. Hier sind nämlich kein Einfahrsignal, kein Ausfahrsignal. Ich hole mir hier die Erlaubnis immer beim Fahrdienstleiter per Funkgerät. Das heißt, die Kommunikation ist das A und O hier? Ja. Ohne Kommunikation geht hier gar nichts. Wenn das Funkgerät nicht geht, ist schon schlecht. Der Anruf beim Fahrdienstleiter soll sicherstellen, dass trotz fehlender Signale immer nur ein Zug auf der Strecke ist. Und der Silvio in Brilon-Stadt. Fahrerlaubnis darf Zug 10760 bis Brilon-Wald fahren. Und Zug 10760 darf bis Brilon-Wald fahren. Dann ist gleich. So, jetzt haben wir die Erlaubnis, um hier abfahren zu dürfen. Da wir hier ja kein Ausfahrsignal haben. Das Ganze wird dokumentiert. Ein letzter Blick und es geht pünktlich um 8.35 Uhr los. Wir sind gespannt. Werden wir pünktlich in Frankfurt Flughafen ankommen? Eine erste Verzögerung entsteht im Bahnhof Bestwig. Für meinen Geschmack stehen wir jetzt so ein ganz klein bisschen lange hier im Bestweg. Mal gucken, ob das so sein soll. Adrian informiert sich über den Bahnnavigator. Die App zeigt sowohl die Verbindungen an, als auch die Zwischenhalte. Allerdings nicht, dass ein Zugteil angekoppelt wird. Also um 9.08 Uhr soll es ja eigentlich weitergehen. Ich bin kein Erbsenzähler, aber jetzt ist es 9.13 Uhr. Die ersten 5 Minuten Verspätung. Wie wird es bis Dortmund weitergehen? Erstmal werden wir positiv überrascht. Es gibt Kaffee im Zug. Und das nicht nur, weil wir mitfahren, sondern jeden Morgen.
Dieser Zug endet in diesem Bahnhof und fährt in wenigen Minuten in die Abstellung. Ein Aussteigen in der Abstellung ist nicht möglich. Bitte steigen Sie jetzt aus. Was? Ich hab doch gerade einen Kaffee bekommen. Ich kann jetzt nicht aussteigen. Was soll das denn? Warte mal. Entschuldigung, fahren Sie öfter mit dem Zug hier? Ist es normal, dass man einmal aussteigen muss? Eigentlich nicht. Also ich fahre immer hier mit. Das ist das erste Mal. Joa. Die Frage ist ja vor allem, wie geht's weiter? Ich wollte die Ansage drücken, dass die Füße vom Sitz genommen werden und habe mich dabei verdrückt. Und deswegen kam die falsche Ansage. Das Dumme ist nur, der Lokführer kann die Ansage selbst nicht hören. Er konzentriert sich auf die Sicherheitsfahrschaltung, kurz SIFA. Die kontrolliert, ob mit dem Lokführer alles in Ordnung ist. Die SIFA funktioniert so, dass ich die gedrückt halte und nach 30 Sekunden loslasse und wieder drücke, damit der Zug weiß, dass ich da bin. Mache ich das nicht, können wir mal gucken. Warnt mich noch ein optisches Signal. Und 2,5 Sekunden später kommt noch ein akustisches Signal. Und danach, 2,5 Sekunden später, kommt die Zwangsbremsung. Wenn ich jetzt eine Sekunde gewartet hätte, hätten wir gestanden. Fährst du häufiger hier mit dem Zug? Ja, 6-mal die Woche. Ja. Sag mal, wie ist denn das? Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Minuten Verspätung. Ist das ein Problem für dich? Nee, 5 Minuten alles. Bis zu 10 ist alles kein Problem. Also normalerweise kommt man ja mal so 17 nach an und für mich geht es halt 33 weiter. Man kommt immer ohne Probleme nach Dortmund hin und wenn man dann am Bahnhof steht, dann beginnt das große Zittern, ob der Zeitplan noch so funktioniert. Die Betriebsleitzentrale in Duisburg. Eine von bundesweit 7. Von hier überwachen die Disponenten die täglich 40.000 Züge in Deutschland. Sie entscheiden, wer bei einer Verspätung warten muss, wer überholen darf und wer umgeleitet werden muss. Welchen Güterzug hat der denn da noch rausgejagt? Auch unser Zug ist hier im Blick. Mit der Zugnummer 10762. Endstation Dortmund und aktuell 3 Minuten Verspätung. Werte Fahrgäste, der nächste Halt ist dann Dortmund Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Bitte alle Fahrgäste aussteigen. Auf Wiedersehen. Die erste Etappe ist zu Ende. Ankunft in Dortmund um 10.20 Uhr mit 3 Minuten Verspätung. Ist das nicht ein tolles Plakat? Schauen Sie mal, die untere Zeile. Er zwingt die unbedingte Pünktlichkeit. Nun, dieses Plakat stammt von der DDR-Reichsbahn anno 1956. Doch reden wir mal über Pünktlichkeit. Bei der Deutschen Bahn sind 99,2% aller Züge pünktlich. Ich weiß, jetzt zucken Sie zusammen und denken, Yogeshwar, du verscheißerst mich. Nein, das ist eine offizielle Zahl der Deutschen Bahn. Allerdings wurde beim Thema Pünktlichkeit ein bisschen umdefiniert. Und hier definiert man Pünktlichkeit als Verspätung von maximal 15 Minuten 59 Sekunden. Glauben Sie nicht, wir haben den Link für Sie im Internet. Nun, wenn man das einfach mal mit der Schweiz vergleicht, da, ich zitiere, heißt es, ein Reisender gilt als pünktlich, wenn er am Zielbahnhof mit weniger als 3 Minuten Verspätung ankommt und seine Anschlüsse gewährt werden. Nun, in der Tat, die Schweiz hat die strengsten Messkriterien Europas und die Anschlusspünktlichkeiten der Schweiz liegt bei stolzen 97%. Also da erwischt man dann noch den Folgezug. Und noch besser funktioniert das Ganze in Japan. Das habe ich selber erleben dürfen. Da gibt es nämlich kaum Verspätungen. Bei Verspätungen von mehr als 1 Minute bekommt sogar der Zugführer Probleme und einiges ist praktisch. Man wartet auf den Zug und am Gleis gibt es vorgegebene Markierungen. Und der Zug hält genau dort. Also nichts mit umgekehrter Wagenreihung. Bei der Deutschen Bahn zu reisen ist hingegen eine Zumutung. Auch der Einstieg ist in Japan ebenerdig und bei uns oft eine Hürde. Und ich sehe immer wieder ältere Menschen, die dann völlig fertig sind, wenn sie endlich ihren reservierten Platz im Zug erreichen. Also Pünktlichkeiten, die Deutsche Bahn, das ist ein Thema für sich. Aber
Sie werden gleich sehen, Zeitmessung und Zugfahren, das gehörte schon immer irgendwie zusammen. Die Jungfernfahrt des Adler. Raum und Zeit bekommen eine neue Dimension. Nur knapp 10 Minuten braucht der Zug für die 6 Kilometer von Nürnberg nach Fürth. Von nun an ist das Reisen nicht mehr wenigen Privilegierten vorbehalten. 475.000 Fahrgäste befördert der Adler bereits im ersten Jahr. Die Begeisterung steckt an. Überall in Deutschland feiert man die Eröffnung von Eisenbahnlinien. Im Frühjahr 1839 wird die erste Fernstrecke zwischen Leipzig und Dresden eröffnet. Die Züge fahren bei Riesa sogar über die Elbe. Und in Oberau durch den ersten Eisenbahntunnel in Deutschland. Im August 1839 wird dann auch in Köln gefeiert. Salutschüsse begleiten die Einfahrt des ersten Zuges im Müngersdorfer Bahnhof Belvedere. Der Industriepionier Friedrich Harcourt gründet 4 Jahre später mit Gleichgesinnten die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft. Die Aktiengesellschaft verlegt von Deutz aus Gleise ins Ruhrgebiet, sowie nach Hannover und Berlin. Der Kohle- und Stahlboom beginnt. Ab 1860 kann man fast alle deutschen Städte mit der Bahn erreichen. Allerdings gibt es ein Problem. Deutschland ist Ende des 19. Jahrhunderts in 5 Zeitzonen aufgeteilt. Berlin hat seine eigene, ebenso München und Ludwigshafen. Und auch in Karlsruhe und Stuttgart ticken die Uhren anders. Deshalb stehen an vielen Bahnsteigen mehrere Uhren. Eine zeigt die Zeit am Bahnhof, die andere die, mit der die Bahngesellschaft rechnet. Dieses Zeitchaos erschwert den Personenverkehr und Güteraustausch. Auf die Zeit muss Verlass sein. Auch die Industrie rechnet mit ihr. In Washington treffen sich schließlich Delegierte aus 25 Nationen zur International Meridian Conference. Sie einigen sich 1884 darauf, die Greenwich Mean Time weltweit als einheitliche Normalzeit anzuerkennen. 9 Jahre später unterzeichnet Kaiser Wilhelm II. Ein Gesetz, mit dem die mittlere Sonnenzeit des 15. Längengrades östlich von Greenwich im gesamten Deutschen Reich zur einzig gültigen Uhrzeit wird. Die Welt gerät in Bewegung. Und die Eisenbahn wird zum Taktgeber der neuen Zeit. Die Bahn war das Synonym für Fortschritt. Und dieser Fortschritt durchzog nach und nach das gesamte Land. Das Bahnnetz wuchs und wuchs, verband die großen Städte, aber es entstanden auch immer mehr Nebenstrecken. Und so um die Zeit des Ersten Weltkrieges erreichte es seine größte Dichte, 62.000 Kilometer. Und danach ging es dann wieder eher zurück, auch besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es wurden nur noch wenige neue Strecken gebaut. Die sehen Sie hier nämlich in hellblau, die Hochgeschwindigkeitsstrecken. Und heute misst das Schienennetz 37.000 Kilometer, aber es ist in einem schlechten Zustand. Es gibt also Strecken, die müssen saniert werden. Oder nehmen Sie die Eisenbahnbrücken. Nun, knapp die Hälfte von den immerhin 25.000 Eisenbahnbrücken ist über 100 Jahre alt, muss saniert werden. Also dieser Patient ist an der Stelle ziemlich krank. Wir machen jetzt weiter mit Adrians Bahnfahrt. Sie erinnern sich, er ist in Dortmund ausgestiegen und jetzt muss er in den ICE nach Frankfurt. Dortmund Hauptbahnhof. Rund 90.000 Menschen steigen hier jeden Tag ein und aus. Heute auch Quarks-Reporter Adrian. Der ICE Richtung Frankfurt Flughafen startet hier in Dortmund. Er steht daher schon abfahrbereit am Gleis und fährt pünktlich los. Vor ihm liegt eines der dichtesten und meistbefahrenen Bahnnetze Europas. In der Betriebszentrale weiß man, jederzeit kann eine kleine Störung zu großen Verspätungen führen. Guten Morgen, meine Herren und Herren, und herzlich willkommen an Bord des ICE der Deutschen Bahn nach München Hauptbahnhof. Das ist der Zugchef, Thorsten Reutzel.
gut erkennbar an der roten Banderole am rechten Arm. Er hat das Kommando im Zug. Das heißt, er hat nicht nur das Sagen bei den anderen Zugbegleitern, sondern auch beim Lokführer. Also der Lokführer untersteht auch meinem Kommando. Nur es gibt halt Sachen, wo auch er das Weiterfahren selbst entscheidet. Auch das Gastropersonal untersteht ihm. Und er ist dafür verantwortlich, dass auf jeder Strecke die Zugbudgetplanung eingehalten wird. Sprich, dass genug Kaffee, Bier und Snacks verkauft werden. Meine Damen und Herren, ich möchte auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen. In Wagen 26, in der Der Arbeitsplatz der Fahrdienstleiter in Duisburg. Fahrdienstleiter Florian Ollhoff stellt die Weichen und Signale für die einzelnen Züge. Und er ist Ansprechpartner für die Lokführer. Gut, wenn die E1 raus ist, geht's los, ne? Okay, danke auch. So, der 517 ist jetzt noch ein Signal von unserem tatsächlichen Einfahrsignal entfernt. Also er hat jetzt praktisch noch ein Signal, da fährt er jetzt aber auch schon drüber. Das können wir jetzt sehen. Das grüne Dreieck hier ist ein Signal, ist jetzt gerade wieder in Haltstellung gegangen. Und jetzt befindet sich der 517 hier und das ist jetzt unser Einfahrsignal vom Duisburger Hauptbahnhof. Also der Zug fährt jetzt eben hier ein in den Duisburger Hauptbahnhof nach Gleis 4 und hat entsprechend die Ausstiegsseite rechts. Das Schraffierte hier ist der Bahnsteig. Am Bahnhof wird es für Zugchef Thorsten Reutzel ein wenig stressig. Er ist dafür verantwortlich, dass der Zug sicher losfahren kann. Jetzt habe ich die Fertigmeldung gegeben. Das war jetzt die Fertigmeldung nochmal an den Fahrdienstleiter. Konkret eingreifen muss ich nicht. Ich werde jetzt aber trotzdem schon mal in Duisburg auch schon mal die Ausfahrtzugstraße stellen. Und ich mache jetzt halt auch schon mal wieder die Ausfahrt in Richtung Düsseldorf, damit der Zug sozusagen ähnlich wie im Straßenverkehr eine grüne Welle kriegt. Der Pfiff richtet sich übrigens an die Fahrgäste und signalisiert, jetzt geht's gleich los. Bitte nicht mehr einsteigen. Weil der Zugchef allerdings nicht den ganzen Zug überblicken kann, ist er auf die Signale seiner Kollegen angewiesen. Will wirklich niemand mehr einsteigen? Halten alle einen sicheren Abstand zum Zug? Dann kann es weitergehen. Jo, einmal verriegeln und abfahren bitte. Ja, und ab. Ja, und abfahren. Jo. Inzwischen ist der ICE auf einer Schnellbahnstrecke unterwegs. Ab Tempo 160 gibt es hier keine Signale mehr. Es würde einfach zu lange dauern, bis der Zug bei einem roten Signal zum Stehen käme. Daher wird der Zug per Computer überwacht. Durch diese permanente Überwachung wird uns hier angezeigt, was ich einmal fahren dürfte maximal. Das wäre in diesem Fall 200 km/h. Und die Zielgeschwindigkeit in 5400 Meter Entfernung, das wäre 00. 00 wäre ein Halt. Das heißt also, in 5200 Meter Entfernung habe ich einen Signalhalt. Und davon müsste ich anhalten. Eine der unliebsamen Aufgaben. Toilettencheck. Wenn so verschmutzt ist, da können wir dann ein Reinigungsteam anfordern. Die kommen dann am nächsten Bahnhof, wo ein Reinigungsteam praktisch vorhanden ist, würden die dann kommen und die Toilette reinigen. Und bis dahin verschließen wir sie und melden das dann praktisch. In der Betriebsleitzentrale hat inzwischen die Zuständigkeit gewechselt. Bei der Anfahrt auf Köln kümmert sich jetzt Sandra Knipschild um unseren Zug. Auch Adrian hat seine Fahrt genau im Blick. Mit dem Zugradar kann er sehen, wo der ICE gerade ist. Auf der Hohenzollernbrücke über dem Rhein, das Nadelöhr schlechthin. Das ist immer der Punkt, den kenne ich, das ist unangenehm. Man steht auf der Brücke und es geht nicht weiter. Und ich frage mich da immer, was passiert jetzt eigentlich? Stau auf der Hohenzollernbrücke. Im Moment belegen noch die Regionalbahn 11419, das Gleis für den 517.
Ja. So, aber nur keine Anfahrt? Immer noch nicht. Das ne? Ist nichts, keine Störung oder so. Nee. Also, gehe ich mal von aus. Das heißt, die Weichen hat er schon rum jetzt. Fahrstraße liegt, aber noch keine Einfahrt. Okay. Jetzt hat er die Ausfahrt gestellt und so bekommt auch der 517 die Einfahrt in den Bahnhof Köln. Ja, so. Nun geht's los. Jo, jo. Einfahrt nach Köln Hauptbahnhof. Aktuelle Verspätung 5 Minuten. Adrian hat also inzwischen Köln erreicht und oh Wunder, mit einer minimalen Verspätung. Aber damit bin ich beim Fahrplan. Das ist ja oft wichtig, Verspätung, schafft man noch den Anschlusszug. Überhaupt so ein Fahrplan ist gar nicht so einfach zu erstellen, kann man sich auch klar machen, denn die Züge müssen verkehren, die Gleise müssen frei sein und natürlich alles sollte aufeinander abgestimmt sein. Und wenn man sich dann mal klar macht, das gilt nicht nur lokal für eine Stadt, sondern für ein bundesweites Netz, dann merkt man schnell, einen Fahrplan zu erstellen ist eine wahrlich herkulinische Aufgabe. In diesem Büro in Bielefeld wird weit nach vorne gedacht. Es ist der Fahrplan für Nordrhein-Westfalen, an dem das Team von Kai Schulte tüftelt. Nicht der vom nächsten Jahr, sondern die Planung für das kommende Jahrzehnt. Der regionale Schienenverkehr ist Aufgabe der Bundesländer. Kai Schulte und seine Mitarbeiter helfen dabei, den Fahrplan langfristig zu verbessern. Wir achten auf Taktzeiten, die leicht merkbar sein müssen. Und letzten Endes darauf, dass wir die Reisezeit verkürzen, die Gesamtreisezeit. Und dazu ist es unheimlich wesentlich, dass wir die Umstiege optimieren, verkürzen, aber immer noch verlässlich anbieten können. Leicht merkbare Abfahrtzeiten, schnelle Verbindungen, gute Anschlüsse. Um das zu erreichen, setzt das Land Nordrhein-Westfalen auf ein bestimmtes Fahrplanmodell, den integralen Taktfahrplan. Umstieg dort. Bei einem integralen Taktfahrplan wären Linien, die in einem Takt fahren, also immer zur festen und merkbaren Abfahrtzeit in sogenannten Knotenbahnhöfen untereinander verknüpft. Das heißt, wir versuchen in diesen Knotenbahnhöfen die Umstiegszeit zwischen den unterschiedlichen Linien so gering wie möglich, aber auch so groß wie nötig zu planen. Ein Knotenbahnhof, der gut funktioniert, ist Münster. Dort fahren die Züge kurz vor der vollen Stunde ein. Die Reisenden haben mindestens 7 Minuten Zeit zum Umsteigen, dann fahren die ersten Züge wieder los. Sind alle Züge pünktlich, entstehen kaum Wartezeiten. Auch der Bahnhof in Herford ist ein durchdachter Knoten. Hier sind jeweils zur halben Stunde Linien miteinander verknüpft. Innerhalb von Minuten füllt sich der Bahnhof. Die Reisenden haben jetzt Anschluss in alle Richtungen. Auch wenn die Situation so selbstverständlich aussieht, von der Planung bis zur Umsetzung eines Knotenbahnhofs kann es Jahrzehnte dauern. Oft muss aufwendig umgebaut werden. Die Bahnhöfe, die so etwas bieten wollen, die müssen neben ausreichend Gleisanlagen und Weichen vor allen Dingen ausreichend Bahnsteigkanten haben. Denn es treffen ja dann in diesem Idealfall viele Züge zur selben Zeit ein. Und dafür muss ich dann für jeden Zug, der dort halten soll, auch eine Bahnsteigkante vorhalten. Die Regionalknoten in Herford und Münster zeigen, wie sich Fahrpläne effektiv entwickeln lassen. Erst planen, dann bauen. Ein integraler Taktfahrplan spart auch Geld. Wer eine langfristige Vision hat, kann gezielt investieren. So wie in der Schweiz. Hier sind nicht nur Regional-, sondern auch Fernverkehrszüge in Knotenbahnhöfen vernetzt. Dafür haben sich die Schweizer vor über 30 Jahren in einer Volksabstimmung entschieden. Sie stellten einen Zielfahrplan auf. Dann bauten sie die Strecken und Bahnhöfe aus. Deutschland ist von dieser Vision weit entfernt. Die Deutsche Bahn soll mit dem Fernverkehr Geld verdienen, die Länder nicht. Das zeigt sich in den Fahrplänen. Immer wieder behindern sich Regional- und Fernverkehr. Ja, die behindern sich immer wieder, weil wir einfach an Gleisen zu wenig haben in Nordrhein-Westfalen. Und insofern entsteht immer wieder eine Konkurrenzsituation. Der eine muss um den anderen herumplanen. Und vor allen Dingen, wenn einer zu spät ist, dann kommt er dem anderen in die Quere. Und das haben wir gerade auf dem Hauptkorridor zwischen Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Hannover sehr, sehr stark und wiederkehrend. Vor allem der Regionalverkehr hat immer wieder das Nachsehen.
Auf der überlasteten Strecke durch das Ruhrgebiet konkurrieren verspätete Fernverkehrszüge mit den Regionalzügen um Gleise. In Hamm klappt häufig die Kupplung von ICE-Zugteilen nicht. Auch dann müssen Regionalzüge warten. Für die Linie 6 von Düsseldorf nach Minden bedeutet das, kommen in Duisburg noch 86% der Züge pünktlich an, sind es in Dortmund nur noch knapp 70%. Und Bielefeld erreicht schließlich nur noch gut die Hälfte aller Züge der Linie 6 pünktlich. Viele Anschlüsse sind dann weg. Die Regionalplaner sehen nur eine Lösung. Die überlastete Strecke muss ausgebaut werden, um den Fahrplan langfristig zu verbessern. Für den Bau von Knotenbahnhöfen ist das zentrale Ruhrgebiet zu dicht besiedelt. Deshalb bereiten die Experten schon heute konkrete Ausbaumaßnahmen für Expresslinien vor. Dazu zählen zum einen die Herstellung der Viergleisigkeit zwischen dem Kölner und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof sowie die Herstellung zwischen dem Düsseldorfer und dem Duisburger Hauptbahnhof der Sechsgleisigkeit. Sinnvoll wäre natürlich auch eine Abstimmung von Nah- und Fernverkehr, wie in der Schweiz. Eine Studie zeigt inzwischen, ein Deutschlandtakt nach Schweizer Vorbild ist grundsätzlich machbar. Ich glaube, da spreche ich auch für die meisten Bundesländer in Deutschland. Gerade der Nahverkehr wünscht sich einen Deutschlandtakt, der daraus besteht, dass man Nahverkehr und Fernverkehr so miteinander verwebt, dass es auch wirklich eine Einheit wird. Doch Kai Schulte ist realistisch. Das wird so schnell nicht passieren. Ein Deutschlandtakt, also ein vertakteter Fahrplan aus einem Guss, steht im Widerspruch zu den gewinnorientierten Unternehmenszielen der Deutschen Bahn. Solange der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn hier keine Kehrtwende vollzieht, wird es an den Nahtstellen zwischen Nah- und Fernverkehr weiterhin knirschen. Irgendwie komisch. Immer wieder hört man, es mangelt an der Abstimmung von Bund, von Ländern, von Regionen. Und die Leidtragenden sind wir, die Reisenden. Nun kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich Sicherheit. Ich habe die Zahl schon mal genannt. 6 Millionen Menschen fahren täglich mit der Bahn. Gerade zu Stoßzeiten sind die Bahnhöfe voll. Wie steht es mit der Sicherheit? Nun, da muss man gar nicht an Terrorismus denken. Sie sehen gleich einen Beitrag und da geht es um Fußball. 120.000 Menschen bevölkern den Bremer Hauptbahnhof Tag für Tag. 120.000 Menschen, für deren Sicherheit gesorgt werden muss, rund um die Uhr. Dafür, dass hier nichts passiert, sollen zum einen die Sicherheitskräfte der Bahn sorgen. Polizeiliche Aufgaben dagegen übernimmt die Bundespolizei. Es gibt bestimmte Grenzen, die darf die Bahnsicherheit nicht überschreiten. Das ist zum Beispiel die Personalienfeststellung, die Durchsuchung einer Person. Aber sie üben das Hausrecht aus. Heute ist Großkampftag für die Beamten. Das Bundesligaspiel Bremen gegen Hannover steht an. Tausende teils gewaltbereite Fans werden erwartet. Es wird körperliche Auseinandersetzungen geben, es wird Sachbeschädigungen geben, Verletzte geben. Wir müssen dann mit einem sehr hohen Kräfteaufwand das Ganze wieder trennen. In der Zentrale wird der Einsatz koordiniert. Normalerweise schieben 8 Bundespolizisten Dienst am Bahnhof. Bei diesem Hochsicherheitsspiel werden es 300 sein. Verstärkt von 700 Beamten der Landespolizei. Die ersten Fanzüge aus Hannover werden kurz vor 11 erwartet. Der Einsatzleiter und der Bahnhofsdirektor sprechen ab, wo der Zug halten soll. Ich gehe davon aus, dass jetzt 300 Fans ankommen jetzt gleich. Wir werden die hier in Empfang nehmen, die werden ein bisschen skandieren, dann werden wir die rausbringen. Ziel ist es, die Fans möglichst reibungslos durch den Bahnhof zu schleusen. Es wird laut, aber die gefürchteten Hooligans sind nicht dabei. Sie reisen offenbar mit anderen Verkehrsmitteln an. Am Hinterausgang werden die Fans nach Waffen und Alkohol durchsucht und in Busse verladen mit polizeilicher Begleitung. Zwei Uhr. Für diese Randalierer aus Hannover ist das Spiel schon zu Ende, bevor es angefangen hat. Also die haben ja Sachbeschädigung im Bus schon begangen. Und wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass die ganz harmlos nach Hause fahren und sich da einfach ordentlich hinsetzen. Damit sie im Zug nicht weiter randalieren, werden die Hooligans von den Einsatzkräften bis nach Hannover begleitet. Hier werden sie sich wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten müssen.
kurz nach vier. Neben dem Fußballeinsatz geht die Alltagsroutine der Bahnhofspolizisten weiter. Diensthundeführer Jörg Tillack ist unterwegs auf einer Streife mit seinem belgischen Schäferhund. Er hat eine Spezialausbildung als Sprengstoffspürhund hinter sich. Bei herrenlosen Gepäckstücken kommt er zum Einsatz. Zu 100% der Fälle war es so, dass es einfach nur ein Reisender gewesen ist, der den Koffer hat stehen gelassen. Aber es ist eben aus der Sicherheitslage heraus so, dass die Leute da doch sensibler für geworden sind, sowohl die Bahn als auch andere Reisende. Und die sagen dann halt eben, da steht irgendwas, das ist nicht so ganz geheuer. Es gibt keine akuten Terrordrohungen, es gibt auch im Moment keine echten Anschläge, mit denen wir rechnen müssten. Aber rein imaginär, so etwas könnte jederzeit passieren. Auch nach den Anschlägen von Paris setzt die Polizei auf altbewährte Sicherheitsroutinen. Also wenn irgendwo ein abgestellter Koffer ist, dann hat man schon etwa das Gefühl, was könnte tatsächlich damit sein. Und dann haben wir tatsächlich bestimmte Sicherheitsmechanismen, ein Raster, das dann abläuft. Kurz nach sechs. Hannover hat 1-4 verloren. Die Fans sind frustriert. Damit es in den Zügen nicht zu Randale kommt, lässt die Polizei nur noch 200 bis 300 Fans in einen Zug. Die übrigen müssen bis zum nächsten Zug warten. Ihre Laune hebt das nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf diesem Zug zu Störungen kommt. Die Problemfan-Klientel, diese 180, sind ja mit dem Auto unterwegs und nutzen ja auch Gott sei Dank in der Rückfahrt nicht den Zug. Es ist vollbracht. Das Gros der Fans hat den Bahnhof verlassen. Die Polizei hat ihren Job gemacht, doch ein Fußballspiel ist planbar. Wie jedoch der Alltag von Millionen Bahnreisenden besser geschützt werden soll, darauf bekamen wir keine Antwort. Was für ein Aufwand. Da muss man sich schon fragen, wer zahlt das eigentlich? Die Diskussion läuft gerade. Das eine ist die Sicherheit der Menschen im Bahnhof, das andere ist die Sicherheit des Verkehrsmittels. Und bei solchen Bildern hat man mitunter den Eindruck, die Bahn ist riskant. Aber das ist sie wirklich nicht. Schauen Sie mal in die Statistik. Autofahren ist 50 Mal gefährlicher als Bahnfahren. Und das ist auch gut für Adrian, denn der ist jetzt unterwegs von Köln nach Frankfurt. Einfahrt nach Köln Hauptbahnhof mit einer Verspätung von 5 Minuten. Gleich geht es in Gegenrichtung weiter. Vorher wechselt allerdings noch der Lokführer. Ja, grüße dich. Der Zug ist soweit störungsfrei. Er hat drei Franz. Für Lokführer Christian Schäffler ist die Schicht zu Ende. Zeit für eine persönliche Übergabe gibt es nicht. Alles wird per Telefon besprochen. Aber wie gesagt, er funktioniert, ne? Ich wünsche dir eine gute Reise. Ne? Mach's gut, jo, tschüss. Am anderen Ende des Zuges macht sich Thomas Meurers abfahrbereit. Auch der Zugchef wird abgelöst. Anna Schmidt hat ab jetzt das Kommando. Die Wechsel von Fahrtrichtung, Lokführer und Zugchef haben offensichtlich nicht ganz reibungslos funktioniert. Bei der Abfahrt in Köln hat der Zug eine Verspätung von 9 Minuten. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach München. Wir haben soeben Köln mit einer Verspätung von 10 Minuten verlassen. Die Verspätung ist daher entstanden wegen Verzögerung im Betriebsablauf. Entschuldigung, kurze Frage. Ja. Verzögerung im Betriebsablauf, das höre ich halt immer. Mich interessiert immer, was da so hintersteckt. Ja, ist halt, also ist halt in einer Sicht, wie bei uns heute der Fall war, wir sind etwas später in Kölner Hauptbahnhof reingekommen und sind dann, der Lokführer braucht ja seine 5 bis 6 Minuten. Der muss ja umsteigen. Vorbereiten, ganz genau, weil wir ja in Köln Hauptbahnhof die Fahrtrichtung gewechselt haben. Deswegen sind das allgemeine Verzögerungen im Betriebsablauf. Okay, genau. Gut. Ich hatte das Pech hier, ein Display hat schon nicht funktioniert, das ist abgestürzt, wo ich übernommen habe und ja. Dann muss man halt alles nur über ein Display machen. Das dauert dann natürlich länger. Normal habe ich zwei. Wichtig ist immer, ruhig bleiben. Alles nach dem anderen. Weil die Technik hier, die nimmt es einem böse, wenn man hier anfängt zu hudeln.
Fahrkartenkontrolle. Hier ist es nicht mit einem Blick auf die Gültigkeit getan. Zugchefin Anna Schmidt merkt sich auch die Reiseziele der Fahrgäste und wo sie umsteigen müssen. Wenn der Zug wie im Moment Verspätung hat, meldet sie das bei der Verkehrsleitzentrale an, damit die Anschlusszüge gegebenenfalls warten. Auch für die sichere Abfahrt in den Bahnhöfen ist jetzt sie zuständig, wie hier in Siegburg-Bonn. In der Betriebsleitzentrale in Duisburg endet an der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen die Zuständigkeit. Ab jetzt übernimmt Frankfurt. Das ist jetzt der Schulwaldtunnel, also zum Flughafen ist es nicht mehr weit. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten um voraussichtlich 12.54 Uhr mit einer Verspätung von 5 Minuten erreichen wir unseren nächsten fahrplanmäßigen Halt, Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Ein wenig Verspätung hat der Zug also noch aufgeholt. Für die Zugchefin geht es bis Mannheim, dann ist ihre Schicht zu Ende. Der Lokführer fährt noch bis Stuttgart, seinem Heimatbahnhof. Für Adrian ist die Bahnreise zu Ende. Ab jetzt geht es mit dem Flugzeug weiter. Wir sehen uns weiter. Tschüss. Also Bilanz, 5 Minuten zu spät. Der Zug fährt jetzt ohne mich weiter. Die Fahrgäste waren heute alle echt entspannt, aber wir hatten ja auch nicht viel Verspätung. Und bis auf mein kleines Malheur mit dem Fahrkartenautomaten am Anfang, der meine Karte nicht nehmen wollte, bin auch ich echt zufrieden. 5 Minuten Verspätung auf eine 4 Stunden Fahrt, geschenkt. Ich krieg meinen Flug auf jeden Fall noch. Adrian ist am Ziel angekommen und das mit minimaler Verspätung. Aber wie gesagt, bei diesem Dreh mit der Deutschen Bahn waren wir nicht so ganz frei. Meine Erfahrungen sind oft anders und vielleicht beim nächsten Mal nehme ich auch ein Kamerafernsehteam des Westdeutschen Rundfunks mit. Dann bin ich garantiert pünktlich. Das war's für heute. Thank you for watching Quarks & Co. Und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren, beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.